seen all the changes been going up and down. Had to rearrange it, but never lost his crown. Never was afraid of playing his last round. Here's the king. Look into his face, it never told you lies. Falling down from grace, it's been more than twice. He is the king. Als mein Vater nur mit knapper Not einem Mordanschlag entging, habe ich mein Jurastudium in München abgebrochen und bin nach St. Pauli zurückgekehrt. Du bist der Robert! Ich wollte dich gerade vom Bahnhof abholen. Das ist Lajana, die Attraktion auf dem Kiez. Aber dann... Ich hatte alles mit angesehen und war mir sicher, den Täter erkannt zu haben. Auf meine Aussage hin war Max Graf verhaftet worden. Sein Vater ist die unbestrittene Nummer 1 im Viertel. Ich bin der Sugar. Sie haben sicher von mir gehört. Genau. Ausgerechnet an dem Tag, als ihre Schwester umgebracht wurde, war Julia auf St. Pauli eingetroffen. Wer sind Sie? Von dem Vater Gottes Hass. Wir mussten versuchen, wieder eine Show auf die Beine zu stellen. Wollen Sie es mal mit mir probieren? Teach me, Tiger, how to kiss you. Wow, 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 wow. Brust raus, Mädchen! Mehr Brust habe ich nicht. Dir gefällt auch nicht, was ich mache. Naja. Ganz ehrlich. Das hier ist ein Striptease-Schuppen. Kauf dir ein paar Straps und dann ran an den Speck. Das ist Chinesenfiete, einer der gefährlichsten Schläger im Viertel. Zeigt euch mal erkenntlich. Als er Rosalie schwer verletzte, versuchte Mitzi, ihre Kollegin zu rächen. Weißt du, was die Dinger wert sind? Die Versicherung zahlt 10%, wenn die Teile wieder auftauchen. Ihr habt Räuber beraubt. Jetzt habt ihr Angst vor ihm, ne? Du hast es erfasst. Unser Premierentag. 85 Mark. Sie leisten der Prostitution Vorschub ihrer Papiere. Los, los. Haben Sie überhaupt eine Arbeitsgenehmigung in Deutschland? Für versteckt ihr Vater. Er ist nicht geeignet, so ein Lokal zu führen. Wir entziehen ihm die Konzession. Der Laden wird geschlossen noch heute Abend. Bitte sorgen Sie dafür, dass den Anweisungen der Beamten Folge geleistet wird. Mal sehen, ob ich was in meiner Sendung über Ihre Show und dieses abrupte Ende bringen kann. Ja? Ist ja echt unglaublich. Ja, das wäre prima. Das wäre prima. Hat mir gut gefallen, jedenfalls. Vielen Dank. Ciao. Gute Nacht. Bitte, Olga, komm jetzt endlich. Ja. Thank you.
mit deiner Freundin? Warum bist du nicht bei ihr? Kannst du es nicht ertragen, dass sie sich vor anderen auszieht? Hast du darum so eine stinkige Laune? Dann habe ich nicht bestellt. Da drüben, die beiden Typen möchten euch einen ausgehen. Wenn ich Champagner saufen möchte, zahle ich ihn selber. Auf dein Wohl, Alter. Kennen wir uns? Du wirst unsere Einladung doch nicht ablehnen. Das wäre eine Beleidigung, Alter. Gib mir die Flasche. Glas brauche ich keins. Willst du mit uns anstoßen? Das ist aber nett, Alter. Na dann, Prost. Na, was ist? Klebt ihr an euren Stühlen? Keine Lust, dich zu prügeln? Nein. Ich dachte, ihr sucht Streit. Falsch gedacht. Hör mal, du hast alles gesehen. Ruf mal die Polizei. Hier, und einen Krankenwagen. Mein Kollege braucht dringend ärztliche Hilfe. Es ist doch nicht verboten, anzuschauen. Es ist verboten. Wenn ich Ausländerin bin, keine Aufenthaltsgenehmigung habe und keine Arbeitserlaubnis, ist es verboten. Ende Gelände, fertig. Nein, nein. In was für einer Welt leben wir bloß? Wir ziehen ab. Los, kommt. Liebe ist verboten, Hass ist erlaubt. Du kannst so viele Menschen hassen, wie du willst. Nur nicht lieben. Dazu brauchst du eine amtliche Genehmigung. Was soll man dazu sagen? Nicht schlecht. Der Penner hat doch nicht alle Nadeln an der Tanne. Ich leg mich doch nicht mit einem an, der noch nicht mal meine Schuhgröße hat. Egal, was wir unternehmen. Irgendwer wirft uns immer wieder Knüppel zwischen die Beine. Irgendwer will auf Teufel komm raus verhindern, dass wir es schaffen. Und hat uns verzinkt. Klar. Jetzt lass du dir den Kopf nicht hängen. Die Konzession kriegen wir wieder. Du warst wunderbar. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ihr seid zufrieden? Die Show wird ein Renner. Absoluter Knaller, 100 Pro. Was ist denn hier los? Schon alles vorbei? Wo sind denn die Gäste? Die sind schon alle nach Hause gegangen. Und meine Zara-Leander-Nummer? Hast du verpennt, mein Süßchen. Ja, wieso? Weg. Wieso hat mich denn keiner geweckt? Ach, du hast auf den Stein geschlafen, Junge. Glück im Unglück nennt man das. Ihr seid da sowas von gemein. Was ist denn hier gemein? Eine Arbeitserlaubnis muss ich nach Polen zurück. Erstmal da bleiben, neue beantragen. Aber das geht doch gar nicht. Wir brauchen dich doch, wenn die Show weiterlaufen soll. Mach doch nur Probleme. Ich wollte ja Champagner bezahlen, wirklich, es ging aber nicht. Wollte ich Champagner bezahlen, wirklich, ging nicht. Halt den Rand, Mizi. Kann man da gar nichts unternehmen, Sonja? Nein, nichts. Sorry. Das Einzige ist... Ja? Ich muss den deutschen Mann heiraten. Aber woher so schnell einen finden, ohne Frau, unverheiratet? Was guckt ihr denn so blöd? Sind die Rosen nicht herrlich? Ja. Leider fehlt die Karte. Und du hast gar keine Ahnung, von wem sie sind? Ich glaube schon.
Was sagt dein Vater? Wie hat es ihm gefallen? Keine Ahnung. Hat sich gar nicht geäußert? Er ist nicht da. Er ist nicht da? Er hat überhaupt nichts von unserer Show gesehen? In entscheidenden Momenten ist mein Vater nie da. Kenne ich schon. Komm, jetzt feiern wir. Wir haben einen Kumpel zu. Jetzt dudeln wir uns an. Heute Nachmittag habe ich eine Flasche Sekt aufgemacht, als ich so nervös war. Die Hälfte ist noch übrig. Ups, die killen wir jetzt. Einfach saßen? Bitte, sag mal. Ich heirate mich doch. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Eine Frau heiraten, die fehlt wohl eine Lache. Wo willst du denn? Wo bin ich wohin? Ich stell meinen Arsch wieder an die Mauer. Da weiß ich wenigstens, dass ich alles was auf der Kante habe. Wenn wir die Zeche bezahlt haben, die Wichser heute Abend. Einfach abgehauen, als die Bullen aufgekreuzt sind. Arschlöcher. Du kannst was anderes als anschaffen. Ey, das ist mein Beruf, ja? Die hört dran rumzumeckern. Ist mir schon mal einer über den Weg gelaufen. Der fing dann auch gleich so an. Du bist eine Frau, wie du ihr Geld verdienen, auf diese Weise. Und weißt du, was er war? Totengräber. Da draußen lauert Chinesen wieder. Na, wenn schon. Er hat's doch auf dich abgesehen. Machst du dir Sorgen? Wenn Chinesen viel in der Braut hat, beißt er sie, weißt du es nicht? Er beißt sie blutig, als wollte er ein Stück von ihrem Fleisch. Kannst du auf mich aufpassen? Gefällt dir der Gedanke? Mein Mann kann ich gut ernähren, ich bring ziemlich viel ein. Ui. Ganz hübsch bin. Du bist nicht ganz hübsch. Du bist eine Schönheit. Da scheißt du mich jetzt. Ich. Du bist. Da hat immer so eine Schraube locker. Charlotte ist schlecht geworden. Sie ist plötzlich rumgefallen. Bumm. Sie muss was trinken. Kaltes, frisches Wasser. Warte, was ist denn? Trink das. Nein, nein, das kann ich nicht. Das trinke ich ja nicht runter. Hol mal Cognac. Hätte sich übernommen. Nein, Cognac. Ja. Das ist erstmal groß. Das ist für die Aufregung, Charlotte. Geh mal die Füße hoch. Geh die Füße hoch. Tief durchatmen. Auch hast du ein bisschen übernommen, Mäus. Komm, lass die Flasche hier. Charlotte, das Blut muss wieder durch die Ader. Nicht lieber doch einen Schluck Wasser? Allgemein nicht schlecht. Mensch, Lottilein. Lottchen. Gott, ist mir übel. Auf unseren. Leia, bestimmt war ich heute Abend nicht so gut wie du. Aber ganz schlecht war ich auch nicht. Leia hat mir immer von dem besonderen Kick auf der Bühne erzählt. Heute Abend habe ich begriffen, was sie damit gemeint hat. Da oben im Scheinwerferlicht. Da habe ich zum ersten Mal genossen, eine Frau zu sein. Hör auf. Was wollte ich denn so lange machen? Ja, ich weiß. Hast du schon viele Mädchen gehabt? Na klar. Also, es waren schon ein paar. Wie viel genau? Naja, ich mache keine Strichliste. Was, so viele? Nicht ganz. Drei. Eigentlich erst zwei. So weit. Gibt's irgendwas, was ich nicht weiß? Ich meine, gibt's einen anderen? Bitte bring mich nicht durcheinander. Ich möchte nur nicht, dass du mir sagst, das ist mein Vater. Es gibt nur mich. Es gibt nur mich. Findest du gar nichts für mich? Ich mag dich sehr. Was erwartest du denn? Ich bestehe nur aus Empfindungen.
Weißt du, weshalb ich überhaupt nach St. Pauli gekommen bin? Ich war in München mit einem Mann zusammen. Es war ziemlich ernst. Die große Liebe. Vielleicht war auch nur ein schäbiger Mistkerl, der mich hingehalten hat. Aber ich war ganz verrückt nach ihm. Leia hat mir zugeredet, Schluss zu machen, herzukommen. Ich bin über ihn immer noch nicht weg. Ich denke viel an ihn. Vielleicht sollte ich endlich etwas Ordnung in mein Leben bringen. Und dann gibt's da noch deinen Vater. Vielleicht sollte es dir jetzt besser gehen. Scheiße. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich will. Du solltest jetzt unbedingt gehen. Ich weiß, aber... Es tut mir leid. Alles gut, es ist okay. Du musst jetzt sofort gehen. Nächte lang, das sag ich so von Anfang an. In Hamburg ist es die Nächte lang. Rudi? Ne? So was zu essen, ja, im Bären Hunger. Alle weg, du. Alle. Aber warte mal. Warte mal, vielleicht sagen wir hier noch. Tote Hose. Ja. Das ist... Oh, sorry. Alle, alle. Nee. Schon gut. Hallo. Oh, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wir waren noch durstig und ich hatte eine Flasche Sekt auf dem Zimmer. Ich denke, die Seife habe ich vergessen. Ach, hier ist eine Seife. Gute Nacht. Ja, schon gut. Ist ja gut. Die Flasche wäre sonst schal geworden. Ja, schon klar. Was weg ist, brummt nicht mehr, nicht? Ja. Schlaf, Jill. Oh, hallo. Na sowas? Lass dich auch mal blicken. Na, wie war's? Nett, dass du überhaupt fragst. Na, sag schon. Leck mich am Arsch. Du siehst rasant aus, wenn du wütend bist. Eine Frau, in die sich jeder Mann verlieben muss. Mal Engel, mal Miststück. Genau die richtige Mischung. Du riechst nach billigem Fusel. Danke für einen tollen Blumenstrauß. Wieso glaubst du, der sei von mir? Es war keine Karte dabei. Sie hast einen stummen Verlierer. Freu dich, dass er so spendabel ist. Wieso gibst du nicht zu, dass die Blumen von dir sind? Nicht mein Stil. Ein Kerl, der offensichtlich in dich verknallt ist, die Tour zu vermasseln.
Ihnen war der Taxifahrer bekannt? Nein. Sie wissen, dass der Ermordete demnächst in einem Mordprozess aussagen sollte? Nö. Aber Sie müssen doch irgendwas Außergewöhnliches gesehen oder gehört haben. Ich weiß es auch nicht. Wann war das ungefähr? Gegen drei. Was haben Sie dann gemacht? Bin ich gleich hoch und hab die Bullen. Wen? Die Polizei gerufen. Aha. Taxifahrer, der im Prozess gegen meinen Sohn aussagen soll. Nicht persönlich, aber ich denke, der wird sich noch mal überlegen. Herr Mannraben ist heute Nacht erschossen worden, Herr Graf. Mein Schwiegervater wird sich dazu nicht äußern. Nicht jetzt, dazu besteht keine Veranlassung. Aber Herr Graf, die Staatsanwaltschaft für Kontakt auf den Aufbedienen. Herr Graf, bitte, Herr Graf. Zeitungen gelesen? Was ist? Wie sind Sie wohl? Alles in Ordnung. Was ist denn los? Du bist ganz bleich, leg dich doch einen Moment hin. Ach, was? Soll ich zum Arzt fahren? Nein. Oder ins Krankenhaus? Was? Ich weiß, was letzte Nacht da drüben passiert ist. Ich spreche noch heute mit Graf. Denkst du, er lässt alle beseitigen, die seinem Sohn gefährlich werden könnten? Ich denke, er ist ein besonderer Mann. Sonst wäre er nicht da, wo er ist. Ich rede mit ihm. Machst dir Sorgen? Oder bist wegen irgendwas traurig? Nun sag schon. Nein. Es ist nur... Was? Nichts. Was wolltest du sagen? Ich spüre doch, dass dich was bedrückt. Ach ja? Weißt du neuerdings schon, was ich denke? Natürlich. Ich bin dir unter die Haut gekrochen. Du kannst nichts mehr von mir verbergen. Du sag schon, was ist. Die Zeitung gelesen? Wenn du dir was vornimmst, schaffst du es auch. Die Leute liegen dir zu Füßen. Soll ich das verraten? Das ist mir scheißegal. Was machst du mit den Perlen? Mit der Julia. Guten Morgen, Schuhe. Ich bin mir nicht voll. Was treibst du mit dir? Hast du im Augenblick keine anderen Probleme? Außerdem weiß ich wirklich nicht, was dich das angeht. Hey! Letzte Nacht warst du bei ihr im Zimmer. Ja, und? Na und? Soll ich dir die Fresse polieren? Ich kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten und lass mich. Mein Vater ist mein Freund. Der beste Freund, den es jemals für mich gab, okay? Und ich lasse es nicht zu, dass irgendjemand ihn beleidigt oder ihm wehtut. Lass ihn nicht zu, verstanden? Egal wer. Habe ich mich klar ausgedrückt? Einigermaßen. Geh niemals mehr hoch in ihr Zimmer. Ich gehe zu jemandem, was mir passt. Halt dich da raus, Sugar. Nimm mal deine Brille ab. Zwing mich nicht, das nochmal zu tun. Ja, ist das nicht mehr alles? Nee. Komm doch mal zur Vernunft. Willst du wegen so einer Tussi alles durcheinander bringen? Wegen so einer Tussi? Da draußen laufen so viele Pyramiden. Ich tue, was ich will. Ich bin dein Freund.
Graf ist unter Druck. Ja, mächtig. Natürlich vermutet jeder, dass er hinter dem Mord an dem Taxifahrer steckt. Ja. Ein Menschenleben bedeutet Ihnen wohl gar nichts. Fürchten Sie nicht, dass Gott Sie eines Tages straft? Gott ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Was ist mit Kranzo? Die EEG macht ihm ein Kaufangebot, ein großzügiges. Das warten wir ab. Der verkauft nicht. Warten wir es ab. Und wenn Kranzo was zustoßen sollte, nur mal angenommen, würde der Sohn verkaufen. Nach dem Ableben des Vaters, was sollte ihn dann noch auf St. Pauli halten? Da sagt er zu mir, na, was ist? Wollen wir dir eine Spritztour machen? So mit dem Unterton, verstehst du? Doppeldeutig, genau. Grinst mich da aber auch noch so frech an. Na, Spritztour, stell dir vor. Ich bin am liebsten eine reingehauen. Entschuldigung, Robert Kranzo, ich möchte... Ich sag, na, was soll ich denn jetzt sagen? Da sagt er doch glatt... Kann ich bitte Dr. Melzing sprechen? Dr. Melzing ist in der Sitzung. Also, ich sag, na, was soll ich denn jetzt sagen? Drauf eher. Nur 5 Minuten, bitte, es ist sehr wichtig. Ohne vorherige Terminabsprache, Also, wie ich ihm sagen kann, was ich ihm sagen Tschüss. Will. Guten Tag. Da sagt er, ja. Da sagt er, du glaubst es nicht. Wohin? Ab. Was machen Sie denn da? Ich gehe spazieren. Da gehen Sie noch weiter. Ja. Was soll ich ihm denn nun raten für seinen künftigen Lebensweg? Also hör nicht auf das, was deine Lehrer dir erzählen. Das habe ich auch nie getan. Ich habe mich nie darum gekümmert. Ich habe mir nur angeguckt, wie die aussehen. Also habe ich gewusst, wie das Leben in Wirklichkeit ist und worauf es ankommt. Der hat vielleicht nerven, sich hierher zu trauen. Vermutlich hat er Angst um seinen Sohn.
Siehst du aus wie ein Gespenst. Bummst du zu viel rum? Leck mich am Arsch. Aha. Liegt also nicht an der hübschen jungen Freundin. Meine Konzession ist futsch. Such dir einen Strohmann und mach ihn zum Geschäftsführer. Dein Sohn zum Beispiel ist doch gar kein Problem. Nein. Kommt überhaupt nicht in Frage. Der Junge will Jurist werden. Ich möchte ihn raushalten aus meinen Geschäften. Jetzt guck dir diese Ärsche an. Die denken, ich hätte den Taxifahrer umlegen lassen, der gegen Max aussagen wollte. Hast du ihn umlegen lassen? Ja, glaubst du wirklich, ich stecke dahinter? Wie soll man Geschäfte machen und Geld verdienen, wenn überall Blut ist? Aber heute Morgen ist jeder Bulle in Hamburg hinter mir her. Ich werde beschattet wie ein Gangster. Wollt ihr ein Eis? Ja! Ihr setzt das Gerede furchtbar zu. Die meisten von ihren Freundinnen sind nicht gekommen, nicht mal zum Geburtstag von meinem Enkel. Wird auch schon behandelt, als wäre er aussätzig. Ein Großes! Wo ist Sven? Wo ist Sven? Sven! 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 Wo ist denn Sven? Sven! Sven ist weg! Sven! 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 Zuschlagen, nehmen sie dir weg, was du liebst. Meine Herren, Ishiguro gab sie da. Ach, der Herr Fitting. Ich warte immer noch auf einen Gesprächstermin bei Ihnen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Sie im Moment nicht sehr gut auf mich zu sprechen sind, Bessler. Aber bescheißt seine Mitmenschen und denkt, er kommt ungeschoren davon. So sollten Sie nicht reden, Herr Gabi. Ach, sollte ich nicht? Nein. Der Besuch meiner Buffs zahlt keine Mark. Na ja. Und bittet hinterher noch um die Spesenquittung. Und hält sich an keine Verabredung. Kommen Sie, meine Herren, lassen wir uns die Stimmung nicht verderben. Ich weiß eine ganze Menge über die Arschlöcher in unserem Rathaus. Vielleicht packe ich auch eines Tages mal aus. Damit die ganze Welt erfahre, was das für verlogene Drecksäcke sind. Man will korrekte Geschäfte machen und die ziehen einem das Fell über die Ohren. Das ist von unverschämter Pöbelei. Ungeheuer. Komm, du kriegst noch einen Herzinfarkt. Du findest, ich bin in die Scheiße getreten, ne? Hab ich einen Ton gesagt? Ja, gut, dann bin ich eben in die Scheiße getreten. Aber diese Leute sind ja wirklich Kanon. Erinnerst du dich, wie das früher hier war, Rudi? Wie friedlich und anständig. St. Pauli war ein Dorf am Hafen, voller Spelunken und kleiner Absteigen. Sicher. Wurde auch mal gerauft. Aber hinterher haben sich doch alle wieder vertragen und sich einen hinter die Binde gegossen.
Ding könnte dir bei deiner Konzession behilflich sein. Aber trau dem Bastard nicht. Ich kenne für Ding. Du wolltest mich sprechen, Graf. Mach dir keine Sorgen um deinen Jungen und meine Leute bewachen. Hat dir die EEG schon ein Angebot gemacht für dein Haus? Ich war noch nicht da. Gehen. Krieg raus, wie viel es ihnen wert ist und lass mich wissen, was sie bieten. Zum Reden. Ciao. Für mich? Nur eine klitzekleine Aufmerksamkeit. Den ganzen Tag konnte ich beobachten, wie hart sie hier arbeiten müssen. Und da dachte ich... Das ist ja ganz reizend von Ihnen. Danke. Im Augenblick telefoniert er. Ja, ja. Kann ich Ihnen inzwischen vielleicht eine Tasse Kaffee anbieten? Oh, machen Sie sich meinetwegen bitte keine Umstände. Wenn Sie mich so verwirren, bringe ich mich bei meinen Kollegen noch ins Gefängnis. Oh. Ich glaube, er ist fertig. Herr... Robert Kranzl. Robert Kranzl. Wüsste nicht, dass wir einen Termin vereinbart hätten, Herr... Kranzl. Die Angelegenheit ist äußerst dringend. Das fällt von jedem, welche Tür ein. Meinem Vater gehört das St. Pauli-Lokal Blue Banana. Ich weiß. Ihm wird vorgeworfen, Ausländer ohne Arbeitserlaubnis zu beschäftigen. Tragen Sie das doch alles dem Staatsanwalt vor. Bis dahin, das Lokal geschlossen bleibt, sind wir erledigt. Im Polizeiprotokoll wird noch einiges anmoniert. Helfen Sie mal. Die Anzahl der Toiletten entspricht nicht dem Bestuhlungsplan. Das höre ich heute zum ersten Mal. Vor dem Lokal steht unzureichend Parkplatz zur Verfügung. Ich werde mich sofort darum kümmern. Unsere Nachbarn sind bestimmt bereit, weitere Parkplätze vor ihren Häusern für uns zu reservieren. Ja, sehr schön, wenn die bereit sind. Aber um Parkplätze zu reservieren, brauchen Sie erstmal eine Genehmigung von uns hier. So. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Bevor ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreiche, und das werde ich, denn Ihre Vorwürfe sind unhaltbar, und der Dienstaufsichtsbeschwerde wird eine Schadensersatzklage folgen, und zwar für jeden Tag, an dem das Lokal geschlossen bleibt. Bevor, und das wäre nicht das erste Mal, Ihre Behörde also ordentlich bluten muss, erlauben Sie, dass wir wieder öffnen. Nur vorläufig. Überzeugen Sie sich selbst, wie es bei uns zugeht. Bitte, es wäre mir ein großes Vergnügen, Sie und Ihre Gattin an einer nächsten Abende als unsere Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Ich bin unverheiratet. Umso besser. Na schön, meine Finn. Wie heißt das bei Ihnen? The show must go on. Aber nur vorläufig. Nur bis zur endgültigen Klärung. Spionierst du mir jetzt schon nach? Das ist ja nichts zum Sagen. Ich hab dir nicht nachspioniert. Doch, du bist mir nachgeschlichen. Nee, ich bin spazieren gegangen, da hab ich dich plötzlich gesehen und bin dir hinterhergegangen. Ist doch kein Nachschleichen. Wie nennst du das sonst? Ein bisschen spioniert. Ja, ich hab mir Sorgen gemacht, du könntest sauer auf mich sein. Warum sollte ich? Das weißt du doch ganz genau. Gestern Abend warst du alles andere als nett zu mir. Und dich vielleicht auch. Ich hab's drauf angelegt, dich zu ärgern. Ich glaube, ich hab mich... dumm genommen, weil ich traurig war. Weil ich mich von dir allein gelassen fühlte.
aber das war blöd, das finde ich. Ich möchte, dass du weißt, dass ich immer an dich denke. Ich will, dass dir gut geht. Komm, küss mich. Hey. Tu nicht so, als ob wir ein Paar wären. Sind wir nicht. Ich habe mich in dich verknallt. Während der Proben, na schön. Gut für die Arbeit, aber jetzt ist die Arbeit vorbei. Was redest du da? Wir hatten eine gute Zeit miteinander, seien wir dankbar dafür. Wir wussten beide, dass es nicht für die Ewigkeit ist. Es ist zum Kotzen, was du da sagst. Zum Kotzen? Willst du dann alles zerstören? Hm? Ey, erstmal eine Merkfühle. Verpiss dich. Ah, komm, wir trinken auch mal ein bisschen. Du sollst. Hallo, hallo, komm. Aber ab. Komm. So schön wie mit dir, was noch mit keinem anderen. Ich fühle mich ja mächtig geschmeichelt, aber mal ehrlich. Hast du das deinem Freund in München nicht auch erzählt? Du bist so ein Arschloch. Und ein Feigling. Hast du solche Angst vor Gefühlen? Und Zuneigung und Nähe? Ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Ich bin auch nach wie vor mächtig verschossen in dich. Aber ich tauge nun mal nicht zu einer festen Bindung. Ich hab's versucht, aber es hat nicht geklappt. Mich kannst du nicht in den Käfig sperren und mir ein Halsband umlegen, also mach dir keine Hoffnung. Ich muss wohl alles falsch gemacht haben. Hör auf, ist so bequem, immer die Schuld auf sich zu nehmen. Man kommt sich so stark, so gut und so großherzig vor. Lohnt nicht, ein schlechtes Gewissen zu haben. Die Welt ist, wie sie ist und jeder ist, wie er ist. Was soll ich jetzt tun? Mal in Luft auflösen? Ist mir scheißegal. Fahr zur Hölle. Ich habe keine Angst vor der Hölle. Es ist ein Ort, wo niemand mehr auf eine Lösung hofft. Großen Talenten, so Sugar. Die gehören ja nicht allein. Die gehören der Allgemeinheit. Okay, ich geb's auf. Wirklich? Ja. Toll. Ich weiß ja. Das ist das letzte Päckchen Zigaretten, das wir geraucht haben. Von der EEG mir geschrieben, den soll ich halt ausziehen, verstehst du? Rausekeln wollen die uns. Sich ganz St. Pauli unter den Nagel reißen. Und meine Würstchenbude dicht machen. Diese Wichser. Wovon soll ich dann leben? Denkst, die Bude gehört dir. Aber nicht der Grund und Boden, auf dem die steht. Herr Granzo? Was gibt's? Würden Sie bitte mitkommen? Wohin? Ins Präsidium. Mach uns bitte keine Schwierigkeiten, Rudi. Warum sollte ich? Was ist los? Gegen Sie ist Anzeige erstattet worden, wegen schwerer Körperverletzung. Kann sich nur um eine Verwechslung handeln. Was ist passiert?
behandelst mich, als ob ich Luft wäre. Ich kannte mal einen, der hat ein Glasauge. Und das hat er sich vom Schlafen immer unter die Zunge gelegt, damit es nicht verloren ging. Und einmal hat er ganz unruhig geträumt und da hat er das verschluckt. Und da hat er sich auch im Klo eingeschlossen. Bis es dann endlich wiederkam. Junia. Hallo. Gar nicht, die ist hübsch. Gute Küche. Ja? Mhm. Danke. Wir hatten so viele Themen für die Sendung, dass wir einige kippen mussten. Tut mir leid, dass ich jetzt gar nichts für Sie tun konnte. Doch, Sie haben es beabsichtigt. Das finde ich schon großartig. Auch ein Wein? Ja. Was ist denn nun mit Ihrer Konzession? Sieht gar nicht schlecht aus. Vorerst. Erstmal dürfen wir das Lokal wieder öffnen. Ab morgen. Gratuliere, prima. Das müssen wir feiern. Ja. Ich lade Sie ein. Kommt nicht in Frage. Ich lade Sie ein. Und so eine Arbeitsbesprechung zahlt der Sender. Probieren Sie mal das gebackene Brot. Zu scharf? Nein, nach was? Mir schmelzen bloß die Zähne. Donnerwetter. Hoher Besuch heute. Damit es euch bei eurer Arbeit nicht langweilig wird. Saudumme Geschichte, die du dir da gestern Abend geleistet hast, Rudi. Saudumm. Was für eine Geschichte. Musstest du unbedingt diesen Streit vom Zaun brechen? Ich habe keinen Streit gesucht. Ach, du hast den Typen nicht krankenhausreif geschlagen, bist dann seelenruhig schlafen gegangen. Dass der Herr Jakobs nicht gleich ins Krankenhaus legt, ist seine Sache. Ich habe ihn ein paar runtergehauen. Mit der flachen Hand. Weil er frech wurde, aus. Es gibt Zeugen, Rudi. Und er selber hat inzwischen im Krankenhaus seine Aussage gemacht. Mag sein, dass viele vor dir Angst haben. Der nicht, Rudi, der nicht. Dein Pech. Schätze, ich brauche einen guten Anwalt. Einen sehr guten. So kann das nicht weitergehen. Wir wollen unser Geld täglich haben. Oder gehen wir? Ist ja unmöglich. Die wollen jeden Abend ihr Geld sofort haben, sonst kündigen sie. Die Schneiderei hat gemahnt. Die hatten wir bis nach der Premiere vertröstet. Die Brauerei hat auch schon angerufen. Nicht mal das Geld zu verschenken. Nach der Premiere wäre eigentlich auch die erste Rate für die Tonanlage fällig gewesen. Nackten Mann kann man in die Tasche fassen. Kinder. Was wollten eigentlich die Polizisten von dir? Komm, lass mal, mir ist das schon wieder schlecht, Mensch. Nix da, wir müssen sparen. Alles, was an Papier nötig ist, habe ich schon zusammen. Oh, Kinder, nee. Nee, das kann doch nicht euer Ernst sein. Nee.
Mal Druckwasser, meine Herren, das macht überhaupt nichts. Der Star unserer neuesten Show ist sowieso nass. Da biegen sich die Scheinwerfer vor Scham. Der Kiez hat endlich die Show, auf die er jahrelang gewartet hat. Meine Herren, Kiez, die näher. Die Show ist ein Knaller. Erste Sahne, sage ich Ihnen. Man ist so gierig. Ich brauche gar nicht die Eröffnung. Ja. Ja, so sieht's aus. Ja, Sugar erzählt doch keine Scheiße. Auch die Halle hängt noch so. Da ruft doch ihren Würstchen stimmt. Na, Rudi? Was kann ich für dich tun? Gib mir ein Bier. Mir auch, bitte. Sieht so aus, als würde ich dir wieder nachschleichen. Ziemlich demütigend, was? Ich tu dir keinen Zwang an. Ich versuche noch immer damit klarzukommen, weshalb du mich auf einmal über hast. Vielleicht habe ich nicht genug Begabung für die Liebe. Das weiß ich. Bringt doch nichts, darüber zu reden. Ich will es aber wissen. Ich will wissen, warum du dir auf einmal nichts mehr aus mir machst. Weil ich ein Idiot bin. Weil es mit mir sowieso bergab geht. Such dir was aus. Allmählich werde ich richtig wütend. Das sehe ich. Glaubst du, du kannst auf mir rumtrampeln, wie es dir passt? Okay, dann schluss ist der Schuss. Ich werde damit fertig. Aber wenigstens begreifen will ich es. Du siehst richtig hübsch aus, wenn du wütend bist. Na, das ist nett. Der Stein. Wenn wir so gerne miteinander schlafen, warum sollen wir es dann nicht nochmal tun? Und danach? Ich will danach nicht rumlaufen und weinen und schmachten und mich verstoßen fühlen. Na schön. Gieß ich mir eben ein hinter die Binde. Morgen früh wäre es gut, wenn du mich begleiten würdest. Wohin? Bisher kriegen wir die Konzession nur vorläufig zurück. Hilfst du mir? Manchmal empfinde ich eine so riesige Zärtlichkeit für dich. So sehr, dass ich Angst habe, mich selbst zu vergessen. Nicht auf das Green treten. Dark, Herr Fitting. Kranzo? Rudi Kranzo. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Barrieren dürften schon sein. Aha. Das war deine Tochter? Guten Tag. Tag? Charmant. Ich kann mir denken, dass Sie dem Ansturm der Verehrer kaum gewachsen sind, was?
es gerade noch zu schaffen. Kein Problem, Herr Fitti. Haben Sie aber was Entzückendes zustande gebracht, Bester. Aha. Was machen Sie so? Ich tanze. Ah, ja. In Blue Banana. Ach so. Ja, würde ich gern mal sehen. Kommen Sie doch. Besuchen Sie uns. Im Augenblick haben wir ein paar Probleme mit unserer Konzession, aber wir... Ich hätte übrigens wieder ein günstiges Angebot an Päppchen. Erstklassige Orientware, spottbillig. Nee, kein Bedarf, Bester. Vielen Dank. Wir haben gerade gebaut, wissen Sie? Ah, ja. Alles Auslegeware, Uni. Meine Frau findet, Teppiche machen Räume unruhig. Und Kaviar? Alles soll? Oh, köstlich. Sehr günstig. Köstlich, ja, ja, ja. Aber leider, hat der Arzt mir strengstens untersagt. Zu hoher Cholesterinspiegel. Auf Wiedersehen. Oh. Pardon? Ich glaube, Sie haben das hier verloren. Ich? Ist ihm wohl aus der Tasche gefallen? Nein, dir. Wie? Ich hab's genau gesehen. Entschuldigung, Herr Fitting hat dieses Kuvert verloren. Nein, du hast es in der Hand gehabt, dann ist plötzlich zu Boden gefallen. Vielleicht irre ich mich auch. Bitte, Herr Fitting. Vielleicht können Sie mir tatsächlich einen Gefallen tun. Ja? Entschuldigung, kommen Sie mal. Um es kurz zu machen, eine Freundin, ein sehr süßes Mädel, hat mich verlassen. Knallauf fallen sitzen lassen. Das tut weh. Ja. Und Sie möchten sie wieder haben? Ja. Wie kann ich da helfen? Sie kann. Und soll ich zu der Kleinen hingehen mit dem großen Blumenstrauß und ihr sagen, dass Sie sie immer noch lieben? Sie haben noch Beziehungen auf dem Kiez. Irgend so ein hergelaufener Ladenschwengel hat sie mir ausgespannt. Wie viel würde das kosten, dem so ein bisschen Anstand beizubringen? Hm? Wenn wir ihm den Finger abpacken, ist es billiger, als wenn wir ihm den Schwanz abpacken. Sie können aber auch gleich zum Schlachter gehen. Die verstehen sich besser aus sowas. Mir ist nicht nach Witzen zumute, Herr Kranzow. Wofür halten Sie mich? Für einen Killer? Herr Kranzow, für einen Totschläger? Herr Kranzow. Halten Sie mich im Arsch. Zwar kreuzweise. Sie hat übrigens recht. Das ist meins. Wir sind hier auf einem Golfplatz, Bester. Was war denn? Was ist denn jetzt mit der Konzession? Hallo? Julia? Das gibt's doch nicht. Christoph. Entschuldigung, ja? Ja, ja, ist schon okay. Weißt du, wie lange ich schon nach dir suche? Und dann biege ich da um die Ecke und plötzlich sehe ich dich hier langlaufen. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Also, darf ich mal vorstellen, Christoph Alles, Rudi, Herr Rudi, Herr Kranzow. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Na ja. Gut siehst du aus. Ach was. Doch, du bist dünner geworden. Was machst du in Hamburg? Nach dir suchen. Ist nicht wahr. Nebenbei habe ich noch ein bisschen was Geschäftliches hier zu erledigen, aber vor allem suche ich nach dir. Wo steckst du die ganze Zeit über? Keine Telefonnummer, keine Adresse, du warst wie vom Erdboden verschwunden. Ich wollte nur weg. Von München. Und von dir. Aber warum denn? Du hast mir sehr wehgetan. Das lag an den Umständen. Im Grunde sind wir beide doch toll zurechtgekommen. Mein Gott, wie habe ich dich vermisst. Tag für Tag habe ich mich nach dir gesehnt. Du hast mich vermisst? Ehrlich? Du lässt mich nicht los. Ich bin ganz besessen von dir. Ach, Christoph. Wann können wir uns sehen? Allein, ich meine... Heute Abend. Jetzt passt es dir nicht. Heute Abend nach der Vorstellung. Du spielst Theater hier. Ich komm da hin, ich gehe in die Vorstellung. Nein, und nein, danach? Nein. Wir treffen uns in der Stadt, wenn wir lieber. Nicht zu früh. 12:30? So spät. Spielst du in einem Klassiker? So ähnlich. Da
das nicht mehr weglaufen, weißt du? Nie mehr. Es wäre falsch, alles abzuschneiden, was so gut begonnen hat. Ich meine, wir zerstören sehr viel, wenn wir alles zerbrechen, was zwischen uns entstanden ist. Ja. Und zur Sicherheit, gib mir deine Telefonnummer. In welchem Hotel bist du? Ich komme dahin. Ja. Gleich. Bis heute Abend. Hallo. Hallo. So eine Überraschung, ich kann es noch gar nicht fassen. Was denn, Milch? Mein... ist kein Knecht. Also wer? Mein Ex-Freund. Der? Ja, stell dir vor. Aus München, der? Mhm. Du hast mir ja einen echten Bären aufgebunden. Wieso? Nach deinen Erzählungen habe ich mir den völlig anders vorgestellt. Was hast du denn erwartet? Was weiß ich, eine deutsche Ausgabe von Robert Redford, sowas in der Art. Frauen sehen Männer halt anders. Offenbar. Tschüss. Absoluter Frauentyp, hast du behauptet. Ist er doch auch. Was ist denn jetzt mit der Konzession? Was ist jetzt mit der Konzession? Was hast du mir denn bloß hingeguckt? Da fasst man sich ja wirklich an den Kopf. Es reicht. Es wird nicht begabt, dass du nach St. Pauli gekommen bist. Echt? Der mächtige Verbesserung. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Tisch ist hier vorne gleich, bitte. Das ist übrigens eine Mitarbeiterin unseres Hauses. Hi, Dr. Melzing. Danke, komm gleich. Entschuldigen Sie bitte, müssen Sie das ausmachen, den Tisch zu wechseln. Hier ist er reserviert. Vielen Dank. Bist du bald fertig? Keine Panik, Schätzchen. Das haben wir gleich. Ist das verrückt? All these illusions, they won't cover your pride. You're looking for reasons, your feelings won't hide. Der Absatz war kaputt. Sonja, Sonja. Sie sehen dünn am Tisch 14? Kümmere dich ein bisschen um ihn, ja? Hab ich über Auftritt. Das ist jetzt wichtiger. Doppelt gemoppelt hält besser. Was ist gemoppelt? Egal. Komm, zieh dich um. Thank you.
Are you happy? I think you know what you want. But if this is your way, you have to go it, baby. All the way till the end. Alles in Ordnung, mein Dear. Sie waren klasse. Die sind total aus dem Häuschen. Hörst du nicht? Die sind ganz verrückt nach dir. Hab ich gemerkt. Na komm, geh doch mal rein. Ich hab eine Verabredung. Hey. Warum hast du nichts unternommen? Die weiß ich schon allein zu helfen. Du bist ein Arsch. Soll ich es im Auge behalten? Reg dich nicht auf, Rudi. Sieh aus, als ob ich mich aufrege. Ja. Lange nicht gesehen, Chinesenfiete. Wo ist die Mietzi? Weiß ich nicht. Sagt der alten Sau, ich hab mit dir noch ein Hühnchen zu. Ja? Ja? Was kosten die? Ach, mach das Stück. Und die? Die sind schon ein bisschen aufgeblüht. Die kann ich Ihnen für die Hälfte überlassen. Aber die halten nicht mehr lang. Ach was, für heute Abend reichen die. Fünf von denen. Oh, danke. Stimmt so. Danke. Offen sind sie viel schöner. Gemacht. Du siehst wunderschön aus. Sehr attraktiv. Viel mehr als früher. Quatsch, ich habe mich geärgert. Sieht aus wie ein Gespenst. Ausgerechnet, wenn ich dich nach so langer Zeit wieder treffe. Hast du Hunger? Eigentlich nicht. Im Restaurant gibt's noch ein paar Kleinigkeiten. Was ist, was guckst du so? Ich erinnere mich, dass wir eine Menge Spaß miteinander hatten, oder? Ja. Dann bist du aufgestanden, hast dich angezogen und bist zu deiner Familie zurück. Und ich saß da und hab mich gegrämt. Gehen wir? Jetzt raus mit der Sprache. Liebst du mich noch, oder ist das vorbei? Na
Mein Gott, du tauchst plötzlich auf. Monatelang habe ich nichts von dir gehört. Was ist mit deiner Frau? Ja, also, das will ich dir sagen. Es ist... Mein Gott, es ist vorbei. Renate und ich haben uns getrennt. Wann? Vor ein paar Wochen. Wir hatten ein sehr gutes, offenes Gespräch miteinander. Renate hat es viel besser, viel, viel gelassener aufgenommen, als ich befürchtet hatte. Sie hat schon seit längerem einen Freund. Ach, Christian. Das ist in Ordnung. Ich habe schon früher vermutet, dass sie mich betrügt. Das macht mir ehrlich nichts aus. Ich empfinde keine Eifersucht. Schließlich habe ich sie ja auch betrogen. Und jetzt? Willst du dich scheiden lassen? Im Prinzip ja. Was heißt im Prinzip? Ja oder nein? Sag mal, können wir uns nicht vielleicht irgendwo hinsetzen? Und wie wär's, wenn du mal was von dir erzählen würdest? Und nicht nur mich drauf losreden lässt wie ein Wasserfall. Hm? Hat's geklappt? Sehen Sie das nicht falsch? Ich... Echt, Name? Das ist alles meine Schuld. Wir sind doch kein Puff. Nein, natürlich nicht, nein. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, die Orientierung verloren zu haben. Ich gebe mir alle Mühe, mir über meine Empfindungen klar zu werden, aber manchmal weiß ich einfach nicht, was ich will. Manchmal bin ich einfach nicht imstande, mein eigenes Herz zu verstehen. Das ist schon ein eigensinniger kleiner Muskel. Noch Wein? Mhm. Bist du müde? Für Alkohol, entschuldige. Du gehst ja ganz schön. Das ist doch gut, wenn ich mich gehen lasse. Fühle ich mich wohl. Und dann die späten Auftritte. Als Striptease-Tänzerin. Stell dir vor, ausgerechnet ich. Ich mag's mir nicht vorstellen. Hast du was dagegen? Nicht zu knapp. Dass du dich vor wildfremden Männern ausziehst? Erlaube mal. Das macht dich auch ein bisschen scharf, oder? Hm. Ich bin verrückt nach dir. Darf ich? Schatten Sie bitte. Schatten Sie bitte. Ja, bitte. Wie ist er, dieser alte Mann? Rudi Granzo? Hm? Das ist kein alter Mann. Erzähl mir von ihm. Er glaubt, dass er gegen dich keine Chance hat. Dass ich zu dir zurückkehren werde. Darum versucht er mir zuvorzukommen und mit mir Schluss zu machen. Er hat das Bedürfnis, dich vor jeder Art von Misserfolg zu wappnen. Das macht ihn ziemlich rührend. Wir wollen auch nicht. Das lässt sich alles deichseln. Das mit der Konzession, das regeln wir einvernehmlich.
Ich denke, die Staatsanwaltschaft wird einverstanden sein, wenn ich darum bitte, den Vorgang unter den Tisch fallen zu lassen. Und darauf können wir uns verlassen? An Ihren Wort. Da die entzückende Dame aus Polen ja ohnehin bald heiratet. Einen Deutschen, wie ich höre. Vom ordnungsgemäßen Zustand unserer sanitären Einrichtungen haben Sie sich ebenfalls überzeugt? Absolut. Und einen Parkplatz vor unserem Lokal haben Sie auch gefunden? Die sind ja ausreichend vorhanden. Am liebsten würde ich dich jetzt gleich hier. Und am Tisch. Ja, ich kann mich kaum beherrschen. Warum nicht? Was? Wie? Ja. Jeden Augenblick ein Kellner reinkommt. Wenn schon. Komm, da unten ist schön dunkel, sehr gemütlich. Du warst früher immer total blockiert. Von normaler, selbstverständlicher Sinnlichkeit hattest du keine Ahnung. Ja, da war ich ziemlich verkauft, aber das hat sich mir jetzt gegeben. Lass mich mal. Tut mir leid, ich kann nicht. Macht nichts. Hey, du... Ich kann nicht. In dem Hotel, da kennt mich jeder. Da kann ich einfach, kann ich mich nicht konzentrieren. Das... Also, wie du dich verändert hast, das ist nicht zu glauben. Wirklich unglaublich, im Ernst. Also, zu meiner Güte. Hast du deinem Freund erzählen, dass du mit mir geschlafen hast? Nein. Ich habe nicht die Absicht, ihm das zu erzählen. Er vermutet es ohnehin. Unwahrscheinlich sexy. Vielleicht hat es gar nicht an mir gelegen, dass es anfangs immer so jämmerlich zwischen uns war. Hä? Wir waren nie zärtlich miteinander. Du hast mich nie gestreichelt. Oder mir in die Augen geschaut, wenn wir miteinander geschlafen haben. So, sei still jetzt. Jetzt kann ich nicht. Was? Ich kann nicht. Doch. Als ich hierher kam, war ich ganz sicher, dass ich immer noch sehr viel für dich empfinde, aber ich kann nicht. Was kannst du nicht? Jetzt hierbleiben, mit dir schlafen. Ich habe so oft geträumt davon und mich danach gesehnt, aber jetzt... Julia, hey. Komm. Christoph, wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Wir haben es vermasselt. Du warst meine große Liebe, aber du bist es nicht mehr. Also sag bloß, du liebst diesen St. Pauli, Heini. Ich denke, ich muss darauf aufpassen, dass es ihm gut geht. Das macht einen Sinn. Achtet er denn darauf, dass es dir gut geht? Ich weiß nicht. Das ist doch kein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Du bist im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Es tut mir leid, Chris. Moment. Du gehst jetzt nicht. Es tut mir wirklich leid. Was denkst du, ich lasse mich von dir zum Narren halten, oder wie? Hör doch auf. Du liebst mich doch gar nicht. Sei doch ehrlich. Du willst bloß von mir geliebt werden, weil Renate dich betrügt. Vorsicht. Ich kann Renate nicht ersetzen. Au!
lasst mich jetzt gehen. Früher hättest du mir Angst gemacht. Da hatte ich vor allem Angst. Da hatte ich Angst vor der Zukunft, vor meinem Leben, vor meinen Gefühlen. Da hatte ich Angst, es dir und allen anderen nicht recht machen zu können. Aber jetzt, ich habe Lust zu leben. Und ich bin neugierig, was jeder Tag wohl bringen mag. Mach's gut. Nicht mal auf Wiedersehen? Ich habe kein Mitleid. Ich finde, du kannst ruhig auch mal was abkriegen. Oder vielleicht habe ich Mitleid. Aber es reicht nicht, um zu bleiben. Neuen Job gefunden? Willst du nach Hause? Ja. Nach Hause. Wundervoll, wenn der Tag anbricht. Ja, die Sonne wandert. Und ich stehe immer noch hier. Mach's gut. Gute Nacht, Julia. Gute Nacht. Ich bin wieder da. Hast du deinen Liebhaber getroffen? Jetzt ist wohl mein ehemaliger Liebhaber. Verstehe. Naja, morgen kannst du dich ja wieder versöhnen mit ihm. Oder mit einem anderen anbandeln, meinem Sohn, was weiß ich. Manchmal machst du wirklich unglaublich dämliche Bemerkungen. Entschuldige, wollte dir nicht zu nahe treten. Bist du schon? Du kannst tun und lassen, was du willst. Als ich vorhin weggefahren bin, da habe ich nur überlegt, was du jetzt wohl machst. Wie du dich fühlst. Ich sehne mich danach, jemanden zu haben, den ich an der Hand halten kann. Und der mich an der Hand hält. Ich glaube, das, was zwischen uns entstanden ist, ist eine große, einzigartige Möglichkeit. Wir sollten wie die Verrückten daran arbeiten, uns nicht zu verlieren. Carlos, ich habe eine Entscheidung getroffen. Mit dem Herzen? Oder weil du es willst? Ich verstehe nicht, warum du redest. Also, ich habe eben noch mal mit dem Verletzten im Krankenhaus telefoniert. Der besteht auf seiner Anzeige.
Du hast ihn anscheinend wirklich übel zugerichtet, Rudi. Na? Aber doch nicht mit den Schuhen. Na, was spinnst du? Ja, Kinder, wenn einen immer zu hetzt. Männer. Tut mir leid, im Augenblick ist Dr. Fischer nicht zu sprechen. Heute ganz ausgeschlossen. Herr Kranzo, schön, dass Sie sich hier bemüht haben. Dr. Linz von der EG, kennen Sie bereits? Ja. Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Tee, Champagner oder ein Schnäppchen vielleicht? Nein, danke, nichts. Ich freue mich, dass wir uns endlich auch mal persönlich begegnen. Ihr Sohn hat so viel von Ihnen erzählt. Auch Gutes. War nur ein Scherz. Herr Kranzo, warum wir Sie herbemüht haben. Ein Mandant von mir, sehr vermögend, wäre dann interessiert, Ihr Haus in der Helenstraße zu erwerben. Warum? Warum? Keine Ahnung, gefällt ihm. Der alte Kasten? Da fehlt noch Seite 2. Offenbar hat er regelrecht einen Namen daran gefressen. Ich hänge an dem Haus. Ich habe mein Leben da verbracht. Was es mir wert ist, es nicht mit Geld aufzuwiegen. Vielleicht doch. Wenn Sie den Betrag hören, den mein Mandant zu zahlen bereit ist. Dieser Mann verfügt über Einfluss. Ich könnte mir sogar denken, dass er Ihnen auch behilflich sein könnte bei den Problemen, die Sie im Augenblick am Hals haben. Was wissen Sie von meinen Problemen? Genug, um das sagen zu können. Damit wäre ich schon allein fertig. Schwere Körperverletzung ist kein Bagatelldelikt. Sie könnten ins Gefängnis wandern. Und dafür wollen wir Sie bewahren. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ich bin nicht interessiert. Herr Kranzo, Sie sollten sich das nochmal überlegen. Ihr Haus ist baufällig. Sind Sie überhaupt in der Lage, dringend erforderliche Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen? Da kommt eine Menge auf Sie zu. Wir haben Gutachten vorliegen. Haben Sie? Ihr Mandant ist nicht zufällig die EEG? Und wenn schon? Ich rufe zu. Spielen Sie doch gleich mit offenen Karten. 1 Million, Herr Kranzo. Viel Geld für Ihr Haus. Sehr viel Geld. 1 Million? Ein weiteres Angebot gibt es nicht. Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Eine Feststellung. Hast du schon mal auf dem Standesamt? 5 Mal schon. Und du? Noch nie. Na ja, dann kannst du ja noch was erleben, ne? Nicht so schnell die neuen Schuhe drücken. Ja, hier kannst du ja auch große Schritte machen. Tja, jetzt geht's nicht mehr. Viel Glück. Seien Sie aber, wer von den Damen, wer ist der Bräutigam? Na ja. Hm? Holger! Hey! Wo ist das Auto, Holger? Danke für die Kontrolle! 200.000 beziffern die Fachleute den Schaden, Frau Halms. Habe ich Ihnen doch schon geschrieben. Ja, und die soll ich zahlen? Wer denn sonst, wenn Sie erst das Gas aufdrehen? Oh, so eine üble Verleumdung! Ich mich umbringen, Quatsch! Dafür lebe ich doch viel zu gern. Das können ja dann die Anwälte klären. Oh, Erna. Ach, Rudi, als die Leute für das Baugutachten hier waren, da haben die doch erklärt, die Gasleitungen wären defekt. Die müssten dringend repariert werden. Sonst wird es eines Tages Rums machen. Wenn du das beweisen kannst, bist du aus dem Schneider. Frau Erna ist ja nicht verkalt. Wenn die das sagt, dann war es auch so. Baugutachten? Die IEG hat ein Baugutachten in Auftrag gegeben? Wann? Ja, im Sommer. Stiefelten doch immer so Typen mit Bauplänen hier rum. Als ich heute Morgen bei der IEG war, hat ein sauberer Freund Dr. Fischer auch was von einem Gutachten gefaselt. Hätte ich auch gern. Erinnern Sie sich noch an den Namen der Gutachterfirma? Ihr könnt ja noch eine Runde drehen. Oh,
Vor einem Monat haben wir das abgeschickt. Moment, das begreife ich nicht. Wenn Sie das Gutachten schon vor einem Monat an unsere Hauptverwaltung geschickt haben, dann müsste es mir ja vorliegen. Aber hier ist es unauffindbar. Wer ist denn da? Dr. Kohl, Zentrale Planung IEG. Einen Augenblick, Herr Dr. Kohl. Ja, ich warte. Ja, zur Feier des Tages. Es gibt sogar zum Feiern. Wo macht ihr denn eure Flitterwochen hin? Hey, wer hat einen Durchschlag bekommen? Ein Durchschlag ist auch noch an die Kanzlei von Dr. Fischer gegangen. Dr. Fischer. Darf ich mir mal Ihre Nummer notieren, Herr Dr. Kohl? Eine Million. Anständiges Sümmchen, ne? Warum haben die IEG-Ärsche so einen gewaltigen Appetit auf dein Haus? Sonst keiner da heute? Staatsbesuche finden nun mal in aller Stille statt. Du hast dich so mal deutlicher ausgedrückt. Gottlob gibt es noch Vollblutpolitiker, die es zum Weibe ziehen. Doch warum sollen wir nicht glücklich machen? Je mehr ihr rumholt, desto besser. Wo willst du hin? Mal kurz telefonieren. Meinem Vater geht's nicht gut. Mutter hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Sie glauben, es ist ein Herzinfarkt. Die werden sich schon kümmern. Kümmer du dich um deine Arbeit. Telefonier ganz zu später. Der besagte Freund. Das ist ein harter Bursche, aber kein Schläger. Also die Anklage wegen Körperverletzung ist Blödsinn. Muss vom Tisch. Und der sich was in den Kopf gesetzt hat. Falls du verkaufst. Ich verkaufe nicht. Falls doch, gehe ich mit meinem Angebot rüber. Nein. Spielen wir es aus? Du bist ein bescheuerter Spieler. Umso besser für dich. Ich möchte dich was fragen. Bei dem Prozess gegen Max wird mein Sohn die Aussage verweigern. Besser wäre, er ändert seine Aussage. Einen Meineid schwört er nicht. Er ist ein lausiger Hurensohn. Und ich habe die Nase voll von ihm. Meinst du, ich weiß nicht, wie sich alle im Viertel das Maul zerreißen, weil ich nichts unternehme, dir den Laden nicht platt mache? Dein Sohn bringt meinen Sohn in den Knast und ich knöpfe ihn mir nicht vor. Hast du dir den Taxifahrer vorgeknöpft? Ach Gott, nein. Auch der stärkste Mann braucht Freunde. Seine Freunde sollte man nicht beseitigen. Spielen wir es aus. Wenn du verlierst, verkaufst du mir dein Haus und dein Sohn ändert seine Aussage. Und wenn ich gewinne? Helfe ich dir bei deinen Problemen? Und dein Sohn bleibt am Leben. Willkommen auf dem Schlachtfeld. Ach, das ist eine Freude. Guten Abend. Liebe Frau, schönen guten Abend. Darf ich Sie mit Dr. Schmidt wie immer bekannt machen? Aber wir kennen uns doch. Seiner Bank gehört doch die Hälfte meiner Firma. Ja, ja, grüß Sie. Hallo. Hey, Sportfreund. Guten Abend. Na, grüß dich, Junge. Mach ich. Wir reden später. Was machen Sie denn hier? Ja, ich bin hier. Genau wie Sie. Was ist daran so komisch? Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Ja? Sie tanzen sehr hübsch. Finden Sie? Ihr Freund ist nicht mit? Doch, doch. Aber offenbar hat er Besseres zu tun. Oh.
Hausangestellte sind ja ein großes Problem heutzutage. Ich suche seit Jahren eine Aber sie scheint eine richtige Perle zu sein. Da haben Sie Glück, so wie man sie früher hatte, verstehen Sie? Ein Glas Champagner, mein Herr. Mm. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Unsere Perle. Vielleicht zwei? Wart ihr schon am Buffet? Nein. Na, dann ran. Prost. Sind Sie eigentlich verheiratet? Wollen wir nicht allmählich ins Vornamensstadion treten? Oh. Ja, sehr gerne. Also, bist du verheiratet? Nein, warum? Ja, du trägst einen Ehering. Aus alter Gewohnheit. Ich habe nach meiner Scheidung vergessen, ihn abzunehmen. Aber es hat auch sein Gutes. Ich werde nicht so oft angemacht. Anmachen magst du nicht? Nein. Also, naja, es kommt drauf an. Worauf? Wer mich anmacht. Du sollst nicht flirten, so ist das Buffet. Ja. Wenn er mir gefällt. Dann würdest du ihn nicht daran hindern, beim Anmachen weiterzumachen? Hm? Oh, auf gar keinen Fall. Aber Charlotte, Sie müssen doch hier nicht im Dunkeln arbeiten. Zwischen Staub hat man ja immer, nicht? Aber dafür ist morgen doch auch noch Zeit. Übernehmen Sie sich nicht. Hätte mich das Glück verlassen. Das Glück ist eine launische Hure, Rudi. Du hinterhältiges Arschloch. Sind die so gut, wie sie aussehen? Noch besser. Sind die Besten. Wie hast du das rausgefunden? Hab ich nicht. Einer wie du setzt nicht alles auf eine Karte. Spielt nie volles Risiko. So wie du.